Hallo Internet, heute ist der Samstag, der 14.11. Und wer das Vlog von gestern schon gesehen hat, wird festgestellt haben, dass es ein bisschen anders ist als sonst. Das hatte erst nur den Grund, oder hätte erst nur den Grund gehabt, dass ich bei der Aufnahme einen Fehler gemacht habe. Ich muss nämlich, als ich das Telefon benutzt habe, ich wollte unbedingt das Telefon benutzen, weil mir die GoPro jetzt halt so ein bisschen nervt. Die Audioqualität von der GoPro ist Mist. Dann nimmt sie manchmal nicht auf. Jedenfalls wollte ich das iPhone benutzen. Und hab in dem Moment, wo ich die Kamera umgedreht habe, muss es passiert sein, muss ich die Kamera geswitcht haben. Also von der Backkamera, die ich jetzt hoffentlich benutze. Ja, muss ich umgeschaltet haben auf die Frontkamera, die FaceTime-Kamera. Naja, habe ich auch erst abends bemerkt, als ich wieder zu Hause war und mich um 1 oder so rangesetzt habe und das Video geschnitten habe oder auch schneiden wollte. In Anbetracht der Ereignisse vorher war das aber nicht mehr so, habe ich mich darüber gar nicht mehr geärgert. Ich kam nach Hause und habe das erste Mal von den Ereignissen in Frankreich, in Paris gehört und ja, habe den ARD-Livestream angemacht, den ZDF-Livestream, hatte Twitter offen und Reddit. Und das waren so die besten Quellen für Informationen irgendwie. ARD und ZDF haben da echt einen guten Job gemacht, fand ich. Es kam erst ein bisschen holprig in Gang und wurde dann aber besser und war wirklich sehr gut, was sie da abgeliefert haben. Also allein dafür zahle ich gerne GEZ-Gebühren. Und ja, vielleicht resultiert es auch daraus, dass es ein bisschen holprig in Schwung kam erst mit ARD und ZDF, weil die natürlich erstmal alle Informationen, die sie bekommen, verifizieren müssen und schauen, wo die herkommen und von wem. Also sie können nicht einfach alles gleich rausholen, wie das wahrscheinlich auf Twitter und Reddit passiert ist, aber das muss man auch als Konsument wissen, von daher muss man auch die Informationen, die auf Twitter und Reddit und sonst wo umhergeistern, dann mit Vorsicht genießen. Twitter und Reddit waren aber sehr gute Informationsquelle. Das Einzige, was ich auf den Abend oder auch jetzt eigentlich noch auf Facebook lese, ist jetzt natürlich viel Anteilnahme, aber vorher ganz oft irgendwie ja, taktlos, hetzend, beleidigend, sich lustig machend über diese Geschehnisse teilweise und bis hin zu rassistischen Scheiß. War da irgendwie alles dabei. Und ich, da ist mir wieder bewusst geworden, dass ich Facebook in letzter Zeit echt irgendwie überhaupt nicht mehr mag. Ich glaube, das liegt daran, ihr kennt sicherlich den Spruch, Freunde kann man sich aussuchen, Verwandtschaft nicht. Und das kann man eigentlich so ein bisschen ummünzen. Also bei Twitter kann ich mir aussuchen, wen ich folge. Bei Facebook nimmt man öfter halt Kontakte an, die man von die man irgendwie aus dem privaten Bereich kennt. Ob das nur Arbeit, Schule, wie auch immer, woher das denn kommt. Und deswegen, so viel dazu erstmal. Ist mir dieser Fehler dabei bei der Aufnahme passiert. Und als ich dann die Geschehnisse verfolgt und fassungslos bestürzt und entsetzt irgendwie vor meinen Nachrichtenquellen da saß und alles verfolgte und alles gleichzeitig irgendwie verfolgte. Habe ich mich dann um 1 ins Videoschneiden rangesetzt und da ist mir das halt aufgefallen und ich fand es dem Moment echt nicht so schlimm, weil ich
ein reguläres Vlog zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, was ich weiß wirklich nicht mehr, was ich gestern erzählt habe. Im Vlog ist war jetzt nichts. Nee, ich weiß nicht mehr. Ich war nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja. Jedenfalls erschien mir ein reguläres Vlog zu veröffentlichen irgendwie unpassend. Von daher fand ich das mit dem Fehler gar nicht so schlimm. Ich habe dann trotzdem natürlich alle Schnitzel irgendwie noch zusammengesetzt und das ihnen gezeigt, weil ich möchte trotzdem keinen Vlog verpassen. Egal was passiert. Und die Aufnahmen waren ja da. Ich habe bewusst darauf verzichtet, Musik einzubinden, weil gestern Abend da unten noch Musik auf dieses Video zu legen, weiß ich nicht, fühlte sich auch komisch an für mich. Soll ich mal werfen? Aus. Ja, also da irgendwie noch Musik einzubinden gestern, das war mir auch komisch. Auch in diesem Vlog werde ich, glaube ich, keine Musik einbinden. Und naja. Auf Twitter wird hauptsächlich Pray for Paris benutzt als Hashtag. Ich habe es nicht so mit Religion. Auch beten ist okay. Ja, es ist nicht meins. Glaube ich nicht dran. Und Peace for Paris finde ich besser. Zum Beispiel, aber es gibt noch einen Hashtag, den weiß ich jetzt nicht. Also egal. Jedenfalls werde ich diesen Hashtag nicht benutzen, weil Religionen und ihre fanatischen Anhänger so oft der Grund für solche Scheiße ist, die da gerade passiert ist. Und das möchte ich jetzt gar nicht nur auf den islamischen Glauben irgendwie beziehen, sondern ganz klar auch auf alle Religionen. Ich glaube, die katholische Kirche. Entschuldigung. Ich glaube, die katholische Kirche ist da kein Deut besser. Vertreter vom oder hohe Vertreter von den Muslimen haben sich ja schon geäußert, dass die Attentäter nichts mit Muslimen. Nee, die haben sie gesagt. Ah, ihr wisst, was ich meine. Dass sie nicht den islamischen Glauben irgendwie vertreten oder wie auch immer, irgendwie so eine Art. Was natürlich wichtig ist, dass sie es sagen. Schön war auch, was ich gelesen habe, ist, oder schön, wichtig daran zu denken, glaube ich, ist, jemand hat geschrieben, dass man jetzt natürlich nicht jemand hat geschrieben, dass es wichtig ist, jetzt nicht die Flüchtlinge, die bei uns gerade ankommen und so, wieder zu verurteilen oder Angst vor ihnen zu haben, weil im Grunde flüchten diese Menschen vor den Menschen, die gerade in Paris diese Anschläge da verübt haben. Das stimmt natürlich auch so.
Naja, ich höre an dieser Stelle auf. Ich stamme eh nur noch rum und finde irgendwie nicht die richtigen Worte für das, was ich vielleicht noch sagen wollte und kriege das auch nicht mehr so zusammen. Sorge macht mir, was daraus jetzt wieder entstehen wird. Auf der einen Seite werden alle losrennen und hetzen und rassistische Parolen wahrscheinlich bringen und keine Ahnung, jeden schief angucken, der auch nur ein bisschen anders aussieht. Auf der anderen Seite wird die Politik jetzt wieder um die Ecke kommen, Vorratsdatenspeicherung hier und mehr Überwachung da. Und zu beten, lebt lieber. Lasst euch nicht einschüchtern, lasst euch nicht unterkriegen von solcher Scheiße. Lasst euch keine Angst machen. Ja. Wie gesagt, ich höre jetzt auf, Musik wird es diesmal auch nicht geben und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.